Aber ich glaube, das liegt einfach ein bisschen an der Übung. So. Jetzt Geheimtipp, man macht jetzt ein sogenanntes Fischmäulchen, also so. Und der Teil der Wangenknochen, der dann raussteht, über den fahre ich jetzt mit meinem Pinselchen. Also nochmal ordentlich Glow aufnehmen und los geht's. Verloren gegangenen Pärchen wieder einsammeln. Also ich glaube, man sieht es jetzt schon ganz schön. So, andere Seite noch, dass es auch ein bisschen symmetrisch ist. So, also ich finde, es kann sich schon sehen lassen. Sehr schön. Also das kann man auch wirklich, das kann ich auch guten Gewissens empfehlen, gerade für so einen Alltagslook. Dann braucht man eigentlich gar nicht mehr viel zu machen. Dann reicht es auch schon, wenn man sich einen ganz zarten Glow auf die Lippen legt. Also das sind wirklich sehr, sehr schöne Produkte. Als nächstes werde ich jetzt die Lidschattenpalette testen. Die hat sich gut versteckt, weil sie ist schwarz auf meinem schwarzen Schreibtisch da hinten. Hat sie sich versteckt, genau, die Lidschattenpalette. Sehr praktisch ist, dass der Applikator auch direkt dabei ist. Als allererstes fange ich an mit der 1. Die 1 ist sehr hell. Die wird dann direkt unter die Augenbrauen aufgetragen. Der große Vorteil ist, wenn ich mir die hellen Farben schön unter die Augenbrauen lege, dass das Lid einfach ein gutes Stückchen größer wird und man total wach aussieht. Das gefällt mir auch sehr gut. Auch gute Deckkraft. Richtig schön. Dann kommt die 2, die ist einen kleinen Ticken dunkler. Die kommt dann an den inneren Bereich des Auges. Ja, der Alexander Kowalski und ich, wir sind hier Wiederholungstäter. Ich habe ja schon mal mit ihm geshootet. Ich freue mich total drauf, ihn wiederzusehen. Und ihr dürft schon auf die Bilder gespannt sein. Die werden der Oberhammer. Dann kommt die 3. Die kommt außen nach oben. Die ist jetzt ein gutes Stückchen dunkler. Am Anfang sieht man natürlich den Übergang recht stark. Aber dann nehme ich nachher noch einen ganz jungfräulichen Applikator und verstreiche das so ein bisschen, dass man eben nicht diese krassen Übergänge so sieht. So, einmal. Smoky Eyes. Das muss ich auch sagen, das sieht auf den Bildern mit am schönsten aus. Seht ihr, jetzt ist es ziemlich dunkel, aber das wird nachher noch verteilt. Auf den Bildern sehen tatsächlich so Natural Smoky Eyes mit am besten aus. Das kommt jetzt noch außen oben. Weil die umranden halt die Augen einfach unheimlich schön. Und die Kamera, wahrscheinlich sage ich das jetzt technisch total falsch, die Kamera schluckt halt auch unheimlich viel Licht. Und deswegen ist es da wirklich wichtig, ordentlich viel drauf zu hauen. Es hört sich so blöd an, aber es ist wirklich so, weil es dann auf den Bildern ganz anders aussieht. Jetzt nehme ich noch so einen ganz normalen Applikator und verteile das so ein bisschen, dass der Übergang halt einfach schön gestaltet aussieht und nicht so stark. Oft nehme ich auch einfach die Hand oder den Finger vielmehr. Sieht natürlich jetzt total profimäßig aus, wie ich das mache. Nämlich gar nicht. Doch, jetzt kommt's. So. Ich hoffe, man sieht jetzt gleich den Unterschied. So. Seht ihr? Genau hier. Im Vergleich zu hier, wo es noch sehr stark wirkt. Also appliziere ich auch hier einfach ein bisschen. Immer ganz unorthodox den Finger. Ich habe auch einfach mit Finger tatsächlich mehr Geschick. Liegt aber wahrscheinlich auch einfach an der Übungs. Ist wahrscheinlich auch einfach eine Übungssache. So. Also ich finde, es sieht richtig, richtig gut aus. Es wirkt nicht wie jeden Tag, aber trotzdem auch nicht verkleidet.
Ich weiß nicht, wie findet ihr es? Also ich finde es richtig genial. Das kann ich euch auch wirklich wärmstens ans Herz legen. Und was ich auch sagen muss, ich bin ja auch ja, Studentin und muss wirklich immer auch aufs Geld achten. Die Produkte sind tatsächlich nicht teuer. Als die Jessica gesagt hat, möchte sich nicht schminken, habe ich einfach mal so in den Katalog geguckt und gedacht, boah, die Sachen sind wahrscheinlich eh viel zu teuer. Aber tatsächlich sind es ganz normale Preise wie in der Drogerie auch. Und dafür habt ihr aber halt auch richtig gute Produkte und eine super Beratung. Also ich kann euch das wirklich wärmstens ans Herz legen. Da gibt es auch schon Lippenstifte ab 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro. Also da müsst ihr wirklich euch durchgucken. Also vom Preis her ist es absolut super. Dann als nächstes, was man natürlich auch noch machen kann, ist, da habe ich immer so ein Restrouge drauf. So ein kleines bisschen Rouge noch über die Pearls drüber. Jetzt bevor ich meine Wimperntusche, habe ich hier noch ein Geheimprodukt für euch. Das ist auch ganz toll. Das ist ähnlich wie eine Mascara im Braun und das kann man benutzen für die Augenbrauen. Ich habe ja schon gesagt, ich bin so ein kleiner Augenbrauenfetischist. Ich mag das immer, wenn die schön in eine Linie gucken, in eine Richtung gucken, wenn die richtig schön dicht gemalt sind. Also ich bin da echt so ein bisschen eher empfindlich, aber ich mag das total gerne. Jetzt trage ich das einfach auf wie bei einer Mascara. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann, doch ganz gut. Vorne dünnen sich die bei mir so ein bisschen aus. Da benutze ich dann immer einfach einen dunklen Augenbrauenstift und zeichne mir das symmetrisch auf. Das heißt, ich lasse es einfach so kastig zugehen. Nicht so ganz extrem, ne? Ich möchte nicht wie Daniela Katzenberger aussehen. Wobei sie ja jetzt wirklich super aussieht. Aber ich meine in der frühen Phase ihres Seins. So. So sehen die Augenbrauen jetzt aus. Das wirkt, Frauen mit Pony werden das sicherlich bestätigen, wirkt immer sehr wuchtig. Aber wenn der Pony ja auch halb drauf liegt, wirkt es ja dann in Natura auch ganz anders. Deswegen nochmal einmal ordentlich bürsten. So sieht es dann nämlich fertig aus. Gut. Dann teste ich als nächstes die Mascara, die sich auch gut versteckt hat. Also ich gebe euch den Tipp, schwarze Sachen auf schwarzem Tisch ist, wenn du geblendet bist von deinem Schminkspiegel, eine richtig gemeine Sache. Den teste ich. Dazu benutze ich auch tatsächlich immer noch diese Wimpernzange. Die setzt man ganz normal an und drückt sie nach oben. Und ich muss auch gestehen, wenn ich das erste Mal getuscht habe, mache ich das auch, obwohl man das eigentlich nicht machen sollte, weil angeblich die Wimpern abbrechen. Bis jetzt hatte ich das Gefühl noch nicht. Ich hatte danach ein super tolles Volumen. Also ich kann es euch auch nur empfehlen, macht es so. Jetzt trage ich den Mascara auf. Ich habe unheimlich dünne Wimpern und unheimlich kurze Wimpern. Das heißt, hier ist es für mich wichtig, dass ich mit meiner Mascara ein richtig schönes Volumen bekommen. Auch noch schön unten tuschen. Die Frauen machen ja immer dieses Mascara-Gesicht, mache ich auch. Dann nochmal ordentlich hochbiegen. Jetzt benutze ich noch, bevor ich das zweite Mal tusche, diesen tollen Augenstift. Ich benutze den eigentlich ganz gern, weil er nochmal dem Augen-Make-up ein bisschen was Edles verleiht. So. Jetzt fahre ich da einfach drüber am Oberlid. Oh wow, das sieht wirklich auch schön aus. Sehr schön. In meinem Probevideo, das ich gestern für mich gemacht habe, war alles total schief. Aber jetzt läuft es richtig gut. Sehr schön. Wie gesagt, ich mache euch nachher noch ein Foto in die Bio, weil das sieht man hier ein bisschen schlecht. Aber ich finde es richtig schön. Und der ist auch wirklich sehr praktisch aufzutragen. Und das Gute ist, du musst den nicht spitzen, sondern kannst ihn einfach aufdrehen. Das mag ich auch ganz gern zum Mitnehmen, weil immer wenn man, dann habe ich zwar auch immer dabei, oh, da rollt schon eine Glow-Perle. Perle. Genau, wenn ich den nämlich benutze und dann habe ich immer diesen Spitzer-Dreck und das finde ich super unpraktisch.
Jetzt kommt oben nochmal Volumen. Also die wirken wirklich richtig lang und überhaupt nicht verklebt. Sehr schönes Produkt auch. Wunderbar. Also ich bin wirklich begeistert. Bin richtig happy damit. Was ich auch habe noch im Gesicht, das fällt mir jetzt gerade auf, ich habe unheimlich große Poren und das Make-up dichtet das auch richtig schön ab. Also nicht so, dass die Haut nicht mehr atmen könnte, aber man sieht eben die Poren nicht mehr so extrem. Dann kommt jetzt der Lippenstift in Pink. Also sie kennt mich nicht, aber doch trotzdem irgendwie in- und auswendig. Perfekt. Ich benutze immer am Anfang noch einen Lip Liner. Ich mag das gern, wenn oben das Lippenherz richtig schön herzförmig ist. Und ich benutze es auch immer, ich spitze es jetzt auch mal noch an. Ich benutze es auch immer und mal, also grundiere damit die Lippe komplett aus, weil ich dann einfach das Gefühl habe, dass der Lippenstift länger hält. Jetzt fahre ich hier drumherum. So, mal das aus und das Lippenherz.